hat aufgehört mit dem entdeckten Ziel, das sie hatten. Und ich habe mir heute so den Übertitel gegeben zu diesen Gedanken: Wir suchen einen Außerirdischen. Und da gehen wir heute ein bisschen drauf ein. In dieser Geschichte sind schlaue Menschen unterwegs gewesen, unsere Weisen, geschulte Astronomen, das heisst solche, die gelernt haben, aus den Sternen zu lesen und Schlüsse daraus zu ziehen. Die grossen Weisen, wie sie in der Bibel genannt sind, heissen eigentlich im Text Magier. Aber Magier, ja, das ist bei uns ein bisschen anders besetzt, der Name. Aber so wäre es eigentlich ursprünglich übersetzt worden. Und eines der Werkzeuge, die sie vielfach gebraucht haben, war ein Teleskop. Hier natürlich noch in einer ganz einfachen Variante. Und manchmal hat man einfach nur an den Himmel geschaut. So wie hier, fast wie die Sterne hier oben. In meiner Freizeit gehe ich gerne Vögel beobachten. Und da habe ich euch mein Fernrohr mitgebracht. Es ist noch kein Teleskop, das wäre noch etwas länger. Aber auch mit dem lässt sich schon etwas Schönes erblicken. Die Sterndeuter, die haben aber ein ganz besonderes Phänomen gesehen. Der Stern, der hat sie irgendwie gereizt, der hat sie in den Bann gezogen. Es war etwas Spezielles gewesen. Für verschiedene Orte hat man gesehen, und so, wenn man das etwa deutet aus den Schriften, dann müsste es von Ägypten über Mesopotamien bis Irak, müsste der Stern im Persischen Reich sichtbar gewesen sein. An verschiedenen Orten. Und es gibt auch heutzutage noch so Sterndeuter, so Astronomen. Auch heute schaut man noch weit raus in Weltall. Mit so einem Hubble-Teleskop. Das ist eins, das ganz weit oben ist. Das Hubble-Teleskop hat einen Durchmesser von 2,5 Meter und ist 13 Meter lang. Das heisst, das würde gerade so knapp in den Raum hineinpassen, mindestens von der Länge. Und mit dem schaut man heutzutage auch möglichst weit in den Weltraum raus oder rein, je nachdem, wie man es anschauen will. Seit 1990, 13 Milliarden Lichtjahre weit, sieht das Hubble-Teleskop. Das kann man fast nicht irgendwie sinnbildlich erklären, wie weit das ist. Da stellt sich natürlich die Frage, was will man denn mit so einem überdimensionierten Feldstecher? Wohin willst du denn schauen und was willst du dort genau finden? Auch heutzutage suchen sie eigentlich noch Außerirdische. Sie suchen außerirdisches Leben. Und anhand von dem möchte man das Leben auf dieser Erde erklären. Und viele Sachen hat man schon gefunden und entdeckt. Und das war unwahrscheinlich hilfreich gewesen, um auch etwas zu verstehen, was bei uns in der Welt ist, wie es ist. Und man versucht mit ganz vielen auch Theorien, das zu erklären, wie es könnte sein. Theorien, das heisst, das sind plausible Erklärungen, wie etwas könnte abgelaufen sein, ist aber nicht bis ins Letzte erklärbar. Und so forscht es auch heute noch weiter, nicht nur mit dem Teleskop, sondern auch mit anderen Sachen. Sie versuchen herauszufinden, wie alles entstanden ist. Aber eigentlich ist der Außerirdische bereits gekommen. Der ist nämlich schon da gewesen. Die Weisen haben ihn schon gefunden und haben nachher davon erzählt. Der Außerirdische, der uns das Leben erklären will. Der Sinn von deinem und meinem Leben. Und dass er sich das Leben lohnt. Er hat den Namen, das Kind in dieser Krippe. Es heisst Jesus Christus. Das Kind, das die Weisen da gesucht haben, emsig. Das Kind, das dem Herodes eher ein bisschen suspekt vorkam ist oder sogar ein bisschen Angst gemacht hat.
Du denkst vielleicht, ja, aber außerirdisch ist jetzt schon gerade ein grober Begriff. Wir lesen mal ein Stückchen aus einem älteren Buch, das sich Bibel nennt, und dort im Johannesevangelium steht: Dazu sagte Jesus ihnen, ihr seid von hier unten, ich komme von oben. Ihr gehört zu dieser Welt, ich gehöre nicht zu dieser Welt. Er ist definitiv nicht von da und ist doch von da gewesen. Er ist auf die Welt gekommen und hat 30 Jahre gelebt. In dieser Zeit hat er vieles bewegt. Unter anderem hat er auch mal mit einem König reden. Nicht ganz freiwillig, er ist nämlich dort gefangen genommen worden. Sie haben ihn gepäckelt, weil sie gefunden haben, das geht nicht, wie du das machst. Er hat nämlich etwas auf den Kopf gestellt. Er hat Sachen ganz anders gemacht und gedacht, wie man sich gewohnt war. So Sachen wie Geld ist nicht gleich Leben, hat er gesagt. Er hat gesagt, es ist nicht so wichtig, was du isst und was du trinkst. Es ist nicht so wichtig, wie dein Nattel ist oder deine Selbstpräsentation. Also das habe ich noch dazugefügt, das hat es noch nicht gegeben in der Bibel. Es ist nicht so wichtig, wer du alles kennst. Es ist wichtig, dass du den einen kennst. Den Jesus. Er hat gesagt, es ist nicht so wichtig, was man verdient. Vielleicht was auch in die heutige Zeit hineingezogen, was deine Eltern verdienen oder wie viel Geld das sie generell haben. Er sagt auch, ich habe dich im Fall so fest gern. Ich würde im Fall zu dir stehen, selbst wenn du mal einen Seich machst. So hat er es aufgeschrieben im 2. Timotheusbrief, im 2,13. All das hat er später auch mal an einem König erzählt. Eben dort, wo er gefangen genommen worden ist. Wo er schon gross war und nicht mehr das kleine Kind. Da hat er dem König unter anderem gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätte meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Er hat dem König Verschiedenes erklärt, wie sein Königreich funktioniert. Und er hat nicht recht können verstehen, wie man so regieren kann. Er hat nicht können verstehen, wie so etwas funktionieren kann. Er konnte nicht verstehen, wie doch jemand, der einfach mal als Kind auf die Welt kam, so abgespacede Ideen haben kann, wie man die Welt regieren kann. Aber aus Kleinem wird Grosses. Ein Musikschriftsteller, der Alfred Zoller, hat 1964, wohlverstanden ist einer, der nicht an die Kirche in dem Sinn glaubt, auch nicht den Sinn dahinter sieht. So hat er in einem Text einmal geschrieben. Und trotzdem hat er das Lied komponiert. Der Stern von Bethlehem. Zum Heiland führt der Stern uns hin, darum folgen alle, gross und klein. Er liegt im Klippli arm und bloß, aber er wird ein König gross, aber er wird ein König gross. Ein König, der in deinem Herz mehr bewegen kann, wie vielleicht vieles andere könnte machen. Ein König, der in dein Leben hinein möchte kommen und möchte dort auch deine Gedanken beeinflussen. Deine Gefühle und auch deinen Verstand. Das denkst du, beeinflussen, lieber nicht. Ich glaube, wenn wir uns auf den König einlassen, und der Schweizer kennt den König nicht. Im Gegenteil, so die Obrigkeit ist mir immer generell ein bisschen misstrauisch. Auf den König darfst du dich einlassen. Und ich glaube, wenn das, was er erlebt, auch der Gedanke vom Wert und der Würde, die er im Mensch sieht, wenn du dich auf das einlässt, dann wird daraus für dich ein Gut haben, eine Energiequelle. Ein Ort, wo du mehr rausschöpfen kannst, wie aus allem anderen. Es ist etwas, das nachhaltig bleibt, nicht nur kurzfristig.
Die Engel in der Geschichte haben dem König eine so ganz besondere eine Begegnung gegeben, indem sie geschrieben haben oder aufschreiben lassen haben: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Gerade der Friede ist in der heutigen Zeit ein besonderes Gut. Wir sehen es im Nahen Osten und an vielen anderen Orten. Da ist von einem Frieden geredet, der im Herzen anfängt. Ein Frieden, den man darf haben, auch wenn es rundherum vielleicht nicht so friedlich ist. Und darum ist es ein außerirdischer Frieden. Einen, den du nicht einfach so finden kannst. Aber bei Jesus da kannst du ihn finden. Ein Frieden, der dein Denken und dein Verstand mit einbezieht. Ein Frieden, der dir im Herzen sagt, ich genüge vor Gott, dem König. Oder besser gesagt, ich genüge aus dem heraus, was er für uns noch tun wird, so wie die Geschichte da weitergeht. Und darum ist die Geschichte auch heute noch wichtig. Darum ist die Geschichte auch in die heutige Generation ihnen noch wichtig. Auch heute noch suchen wir Sachen. Auch heute noch sind wir auf der Suche nach Frieden, wo nicht nur aussen ist, sondern der Verstand und das Herz erfasst. Auch heute noch suchen wir eine Würde und einen Wert, wo mehr ist wie Statussymbol oder Ausbildung oder Gesundheit. Noch heute suchen wir einen Ort, wo wir hingehen können und wissen, da bin ich einfach geliebt. Da bin ich gewollt. Die haben mich gern oder eben der hat mich gern. Der Jesus. Wir suchen Zugehörigkeit. Wir suchen Freiheit und Leben, wo erfüllt ist. Das darf man finden bei ihm. Und so wie die Weisen das bei ihm gefunden haben, so haben das auch ganz viele andere gefunden. Der eine oder andere, der hier im Saal hockt. Die Hirten, wo man, wenn man weiter wird lesen, in der Geschichte auch vorkommen sind. Aber auch Leute aus der heutigen Zeit. Aus dem Sport zum Beispiel. Der Christian Köppel. Einer, der Jesus für sich als gut entdeckt hat. Ein Bayern-Star. Carses Edwards, den habe ich ganz sicher falsch ausgesprochen, aber kann mir Mühe geben. Aus der Musikszene, der Justin Bieber oder Andrea Berger. Ein Filmstar, der Denzel Washington, der Tom Hanks oder die Miss Schweiz, die Stephanie Berger. Der Medienchef von der Zeitung Die Welt, der Ulf Poschardt, auch er ist einer von denen, der sagt, dass Jesus seinem Leben mehr gibt als alles andere. Zwei Kabarettisten, der Dieter Nuhr oder der Eckhard von Hirschhausen. Und ein altbekannter Physiker, der leider schon gestorben ist, der Albert Einstein. Ich glaube, aus dem heraus dürfen wir merken, dass die Geschichte von früher auch heute noch da ist. Auch heute in deinem Leben noch da ist. Ich habe es versucht, so ein bisschen zusammenzufassen. Und möchte dir Mut machen, vielleicht einfach für dich in deinen inneren Gedanken zum Ausdruck zu bringen, wir nennen das Beten. Jesus, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Und manchmal ist es so ein Gebet, etwas, das wie aufsteigt. Etwas, das sich verbreitet. Und ich habe etwas mitgenommen, das auch aus dieser Geschichte öfters gebraucht wird. Und wie es so ist, wenn du so etwas ausprobierst, wahrscheinlich funktioniert es jetzt nicht so recht. So, theoretisch sollte es tun. Die haben nämlich Geschenke mitgebracht. In auch so speziellen Gefäßen.
Und eins von diesen Geschenken war Weihrauch. Das hat man dann da so drauf getan und hat das dann angezündet auf so einer speziellen Kohle. So ein Flammenwerfer oder so wäre nicht schlecht. He? Schau, es räuchelt mindestens. Ich glaube, es kommt. Etwas, das aufsteigt und sich verbreitet. Ich glaube, wenn man Jesus darf in dein Innere hineinnehmen darf, ist es wie das Einschnaufen von einem Wohlgeruch. Und vielleicht bist du auch jemand, der schon eine Weile lang den Jesus kennt. Dann ist vielleicht einer der zweite Teil, den ich so aufgeschrieben habe. Wenn du Jesus schon kennst, möchte ich dir Mut machen, im Innern bei ihm zu bitten, Jesus, ich will Weihnachten mit dir für mich und meine Familie neu entdecken. Etwas Neues entdecken, was schon altbekannt ist, ist manchmal einfach auch ein neues Ritual daraus zu machen. Und dazu möchte ich dir Mut machen. Mut machen, wie die Kinder und die Weisen, die da gespielt haben, sich auf den Jesus einzulassen, den Geruch von dem Jesus mit ihnen einzulassen. Ich tue noch beten. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt in die Weihnachtszeit hineingehen dürfen. Und Jesus Christus, mach dich erfahrbar in unseren Herzen, bei all denen, die vielleicht jetzt im Inneren gesagt haben, wenn es dich wirklich gibt, lass mich dich finden. Und für alle anderen danke ich dir, dass du, Heiliger Geist, nochmal neu lässt Weihnachten erleben. Nochmal neu lässt Weihnachten in unseren Herzen gross werden, so wie du auch ein König gross bist. Amen.